Mahlzeit, Freunde des gepflegten Offroads. So, wir sind hier in Peckwitz. Alex, Cindy und Ole sind schon da, der Rest kommt noch. Wir werden heute hier einen schönen Tag verleben und mal gucken, was so alles passiert. Okay, dann bis später nach dem Intro. Ich bin ganz aufgeregt. Wir sind sie alle da, die Verrückten. Freunde, Offroad Alex lässt mich heute mit seiner Scrambler fahren. Ich bin ganz aufgeregt. Bin ja schon lange nicht mehr gefahren. Die hat auch einen Vortrieb. Ja, und hier wohnen, ne? Aber schön langsam. Oh, geil hier. Da kommen die Zwerglis. So, fahren wir mal ins Gelände. Mensch, ich bin lange kein ATV mehr gefahren. Das letzte war eine Outlander. Ein Tausender. Ist wieder ganz was anderes wie mit dem Buggy. Muss auch wieder das Feingefühl kriegen. Für den Daumen, ne? Unfassbar, wie schnell man das wieder verlernt. Ja. Ah, die zieht auch schön durch. Ich hätte eine Brille aufsetzen sollen mit dem Staub. Ah, ist ja wieder arschtrocken. Alter, die Lenkung ist so weich, also durch dieses Servo. Schön, Alex, danke. Arschkrampe. Muss ich mich echt dran gewöhnen, ja. Ich fahre wie so ein Anfänger. Ist das ein scheiß Gefühl mit dem Ding? Sagenhaft. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich war ja damals, wollte ich mir auch erst, oder wir wollten uns auch erst ein ATV holen. Ne? Jetzt, wo ich den Buggy eine Weile habe und hier mit Alex Scrambler fahren darf, mir tun jetzt schon die Unterarme weh. Alter Scheiße. Das ist ja anstrengend. Boah. Fuck! Ich liebe meinen Buggy, ich liebe ihn! Alex, das Moped hier von dir mag ja geil sein, wie es will, aber ganz ehrlich, ich liebe meinen Buggy. Sagenhaft! Ich fahr da nicht durch, fahr mal schön langsam! Guck dir das an, guck dir das an. Erfahrung und Übung sind das. Es sieht mit Sicherheit leicht aus, aber das ist es nicht. Ich habe auch keinen Fluss drin in meinem Gas, ne? Ich drücke mal drauf und nehme wieder Gas weg. Unmöglich. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh, ja, gleich Krämpfe in den Unterarme. Das ist ja auch bei der ATV so, wenn du jetzt hier so Verschränkungen hast, ne? Als ungeübter, unerfahrener denkst du ja gleich, die kippt dir gleich auf die Seite.
So, nun bin ich mal gespannt. Der Tino Liermann hatte sich noch gemeldet. Der war fertig mit seinem Termin. Der müsste ja langsam auftauchen. Wir warten immer noch auf Mario und auf den Steffen, die sind noch nicht da. Ich weiß nicht, was da los ist. Gut, wir hatten jetzt auch keine spezielle Uhrzeit ausgemacht, aber vormittags auf jeden Fall. Und Alex und ich, wir sind ja schon ab 9 hier, oder seit 9. Also, ihr habt ja auch schon. Oh, 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 oh. Das habe ich schon gemerkt, ja, das, weil ich nicht sauber Gas gebe. Ich zucke doch zu, weil ungeübt, ne? Ja, 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 die hat auch einen schönen Vortrieb. Mal ein bisschen. Boah, alter Falter, die geht ja gleich hoch vorne. Oh, nee, 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 das ist nichts für mich. Die geht ja gleich hoch vorne. Alter, das Hammer. Das Hammer. Das sind die Länder und da müsste, wenn du da nicht aufpasst, so verkauft. Genau so sieht's aus. Ich merke auch schon in unseren Armen, ne? Von dem bisschen. Weil ich es einfach nicht gewohnt bin, ne? Weil da merkst du, dass du, wenn du über der Kuppe fährst, ja. Ja, 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 Wahnsinn. Ich fahre mal langsam. Ich glaube auch, da fährt Alex, sein Sohn, der Ole, der fährt definitiv schon sehr professionell und selbst der macht mir was vor hier auf dem Bock, ne? Also der Junge ist, glaube ich, weiß nicht, 13. Oder 14 ist ohne, ich weiß es nicht, habe nicht gefragt, nur Fragen. Aber der fährt schon super, ich habe ja vorhin beobachtet, wir sind ja schon zusammen durchgeheizt. Also Respekt. Ja, die Jugend von heute, ne? Wenn die mit dem Scheiße groß werden, die lernen das ja so schnell, die Kids. Das ist ja Wahnsinn. Gebt denen Handy in der Hand, was die noch nie gesehen haben, nach einer Stunde wissen die, wo was funktioniert. Ja, jetzt geht's schon ein bisschen, jetzt bin ich schon ein bisschen warm geworden mit dem Moped hier. Aber ich bin immer noch vorsichtig. Guck mal, der ballert jetzt, der Hund. Mike, der Ströllchen, macht das mal das ganze Loch kaputt. Könnten wir vorhin schön durchfahren, das war knietief. Jetzt macht er das erstmal wieder bauchnabeltief. Nee, nee. Hier lang möchte ich. Jetzt kommt schon ein bisschen das Selbstvertrauen, das Gefallengefühl. Aber boah, hart, ne? Guck ja, Heilgefühl, Selbstvertrauen. Oh, der fährt wie eine besenkte Sau. Oh, ich komme mir vor, gerade wie eine Langschleiche. Schön, Alex, hast du mir mein Selbstvertrauen zerstört. Danke. Mann, Mann, Mann. Oh. Ey. Was macht denn der da? Oh, sag mal, ist der irre? Guck dir den an. Guck dir den an, das alte Wildschwein. Ich dachte schon eben, ja, was passiert eben, weil das so eine riesen Staubwolke war. Nein! Der Alex fliegt auch mal durch. Alex, vielen lieben Dank, dass du mich fahren lassen hast.
Hätte ich sowieso nicht erwartet. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir beide zusammen auf einem Bock fahren. Ich habe aber auch wieder festgestellt, ATV ist nicht meins. Ich liebe meinen Buggy. Aber trotzdem, vielen Dank nochmal. Bin ja gespannt. Es kommt denn doch auf die Länge an, nicht auf die Technik. Ist doch Quatsch mit der Technik. Alte Scheiße, ist das nass. Aber nur unten. Und tief. Rum jetzt. Wir sind sie alle da, die Verrückten. Ja, ja klar, muss ich Nebelscheinwerfer einstellen, aber da ballern sie. Mario, Steffen, Dino, Offroad Alex und Ole. Und Dino steht schon. Was los?
Das war jetzt nicht lang. Ah, alles klar. Uff. Staub, Staub, Staub. Ballern! Ich muss aufpassen, dass ich hier keinen umfährst. Ach du Scheiße! Ja, genau, fahrt mal drüben. Ja, na, aber so machen wir das. Ach, weil das Loch da ist. Deswegen fahren sie drüben. Hier ist die Tür mal auf. So, ja, hier sind die Schweinebande alle zusammen. Nun gucken wir, was wir noch so bewerkstelligen den Tag. Bis jetzt war er ja schon ziemlich spannend. Spektakulär und ereignisreich. Arsch hoch und ab geht die Bus. Oh, ich fahre hier lang. Schön. Alle sind so weg. Da hinten kommt mal einer aus dem Staub hervorgekrochen. OMG. Ich dachte, wir fahren so ein bisschen eher gemütlich, aber naja, gut. War wohl falsch gedacht. Ich glaube, dafür hängt das falsche Fahrzeug. Um so loszuballern. Nein, jetzt ist der Mike da auch noch drin. Das war alles so schön vorhin. Jetzt macht er da auch noch tiefer. Oh, 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 oh. Okay. Also ihr merkt schon, ihr werdet nicht viel sehen aufgrund der Staubsituation. Ist das Video nicht so interessant für euch? Mal ein kleiner kurzer Regenguss würde da ganz gut tun. Ja, da brauche ich nicht filmen bei dem Mist. Da kann ich mir dann klemmen. Da kann ich nachher die Kamera zur Seite packen und so mit vorne. Da sieht doch keine Sau was. Dann ist zu viel des Guten. Hätte ich mir auch denken können. Naja, ich scheiß drauf. Ich hab's versucht. Auf jeden Fall werden wir unseren Spaß haben hier heute. Haben auch schon schön gelacht. Ist ja auch schon ein bisschen was passiert. An dem Tag. Entweder habt ihr das jetzt schon gesehen im Vorfeld oder ich zeige es euch nach diesem Video hier, beziehungsweise nach diesem Abschnitt den anderen. Ich habe wieder heute was über mein Fahrzeug gelernt. Oh, groß und ganzen war es ein interessanter Tag. Auf jeden Fall bis hier ja schon mal. Kann man nicht meckern.
halt mal ein bisschen Abstand. Extra auf mich gewartet. Danke, Mario. Jawohl. Alter, ist ein Rennen vorne hier. Man muss sich doch wundern, wo die mit ihren Sportquads überall langkommen. Muss ich echt sagen, Respekt. Hätte ich nie gedacht. Ich dachte, das ist mehr alles so ATV-technisch, aber die Jungs ziehen da durch. Wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Da sind sie nicht. Fratze entstauben. Sie haben das. Das ist ja nur Staub! Hey, hey, jetzt warte ich, lass ihn fahren. Hat keinen Sinn. Gottes Willen. Das macht ja gar keine Laune, denn für mich. Ich will zwar hinten fahren, um die Jungs ein bisschen zu filmen, um das Ganze ein bisschen zu filmen, aber. Den Film sind das, wollte ich nicht machen. Oder das Video sind das. Nee, ich fahr's mal raus. Das ist gut. Also, lass die Jungs mal ein bisschen feuern hier. Ich fahr erstmal raus. Kann ich die Kamera zur Seite packen? Das bringt nichts. Dust in the Wind. Da gibt's noch einen Song. Dust in the Wind. Wer war denn der Sänger? Wer weiß, wer das gesungen hat? Kannst mal in die Kommentare unten reinschreiben. Dust in the Wind. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich habe es im Kopf, aber den Sänger. Earth, Wind and Fire. Waren die das? Ich bitte nicht. Jungs, ihr braucht irgendwie warten. Fort, fort, fort. Oh, die Karre ist schon wieder aus, die Karre Mist. Guck mal, den ganzen Dreck hier. Alter Falter. Ich hab die so geputzt. Ich dachte schon, Mario will da durch. Durch oder nicht? Brauchst du, guck mal. Na, also das ist kein Hindernis. Von wo willst denn du rein? Den würde ich aber da runterfahren, weil zu hochfahren ist das ganz schön steil. Und dann hier gerade hoch? Nee. Nee, ist alles scheiße, sehr steil. Warte mal, ich messe mal das andere Loch nochmal. Da bist du ja mit deinem Knüppel nicht tief oder nicht weit drin. Drück mal! Das ist ja nicht tief. Nee. Hm.
rückwärts rausziehen? Geht nur noch rückwärts hin. Weil das sieht da machbarer aus wie da hoch. Aber dann hätten wir jedenfalls einen Haken. Keine Chance. Du willst rückwärts. So Freunde, wie ihr gerade seht, die Bergung war dann erfolgreich. Tja, wieder was dazu gelernt. Zum Beispiel, dein Buggy kommt da nicht durch. Aber wir haben es versucht, scheiß drauf. Ja, bedanken möchte ich mich noch schön bei Cindy Knöfel, also der Frau von Offroad Alex, für das ein oder andere Videomaterial. Danke, liebe Cindy. Dafür, weil ich war ja immer oder oft sehr abgelenkt durch andere Sachen. Schön, dass du das gefilmt hast. Ja, ansonsten war es ein schöner Tag mit den Jungs, mit Offroad Alex, Ole, Cindy, Steffi, Mario, Steffen und nicht zuletzt der Mario, der Tino. Gut, Freunde, wenn es euch gefallen hat, denkt dran, einen Daumen hoch, vielleicht auch sogar ein Abo, einen Kommentar. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter und einen Kommentar. Prima. Dann bis zum nächsten Mal. Genießt noch die letzten Filmsequenzen und Bilder. Ringehauen.